Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz, Drucksache 2198 aus 19, und erteile wiederum Frau Staatsministerin Hinz zur Einbringung das Wort. Ja, herzlichen Dank. Auch hier versuche ich, mich kurz zu fassen angesichts der vielen Lesungen, die wir heute noch haben. Dieses Gesetz ist Ihnen ja auch allen gut bekannt, und es geht im Wesentlichen darum, dass Ausführungsgesetz zu verlängern, denn es läuft zum Jahresende aus. Und natürlich, wenn man ein Gesetz verlängert, und in diesem Fall ist es ja so, dass wir die Abgabe auch weiter haben wollen, deswegen wollen wir das Gesetz auch verlängern, überlegt man, gibt es Änderungen, die auf jeden Fall stattfinden müssen. Und im Wesentlichen haben wir redaktionelle Veränderungen vorgenommen in diesem Gesetzentwurf, die der Klarstellung dienen. Es sind einige Textteile auch von der Verordnung in den Gesetzestext gewandert, vor allen Dingen da, wo es um die Außenwirkung geht. Das heißt, dass die Betroffenen auch deutlich sichtbar lesen können, welche Dinge sie betreffen. Das, glauben wir, dient der Klarstellung und der Verbesserung. Wir haben auch eine Erleichterung vorgenommen, nämlich da, wo Informationen bei Behörden über die Betroffenen schon vorliegen, müssen die nicht noch einmal eingefordert werden. Das heißt, es ist ein Bürokratieabbau für diejenigen, die abgabepflichtig sind. Ich glaube, das ist ein sinnvolles Unterfangen. Und als Letztes noch, als Einziger hat sich der Städte- und Gemeindebund gemeldet in der Anhörung. Alle anderen waren einverstanden. Eine Empfehlung haben wir da aufgenommen. Die zweite haben wir fachlich geprüft, aber dann verworfen. Die Unterlagen, die haben Sie alle hoffentlich schon bekommen oder bekommen Sie sie noch in diesen Tagen, die schriftlichen Anhörungsunterlagen, sodass wir dann auch im Ausschuss gut darüber beraten können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Frau Staatsministerin. Wir treten in die Debatte ein. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Als Erstes hat Herr Landau für die CDU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir hier ganz viel aufgeschrieben, aber ich glaube, ich brauche vieles hier nicht noch einmal ansprechen oder darauf eingehen. Zwei Dinge nur. Wir brauchen dieses Gesetz, weil wir es zu einem Vollzug eines Bundesgesetzes benötigen und weil wir nur darüber die Möglichkeit haben, bestehende Eröffnungsklauseln auch in unserem Sinne zu nutzen. Wir hatten eine Regierungsanhörung. 11 Verbände sind angeschrieben worden. 10 haben sich überhaupt geäußert oder haben überhaupt geantwortet. Tenor aller dieser 10 war, dass sie im Grunde mit der Gesetzesinitiative einverstanden sind. Ein einziger, der Hessische Städte- und Gemeindebund, hat sich inhaltlich geäußert. Er hat gesagt oder sich dahingehend geäußert, was den Nachweis von frachtenden Abwasserteilströmen angeht. Hier wurde der erhebliche Mehraufwand des durchzuführenden Messprogramms kritisiert und vorgeschlagen, den Nachweis mittels aufgezeichneter Betriebsdaten durchzuführen. Diese Anregungen des HSGB wurden aufgegriffen und sind in den Gesetzesentwurf eingeflossen. Da heißt es jetzt in den betroffenen § 3 Absatz 2, ich zitiere, Frachten sind auf der Basis von mit der Wasserbehörde abzustimmenden Messungen zu ermitteln. Damit ist also der einzigen inhaltlichen Äußerung dann auch entsprechend Rechnung getragen worden. Frau Ministerin hat es angesprochen, das sind auch für uns zwei wesentliche Gründe. Es ist einmal eine Vereinfachung, und es ist auf der anderen Seite auch etwas, was der Rechtssicherheit dient. Beides Dinge, die die CDU-Fraktion begrüßt. Deshalb begrüßen wir insgesamt auch diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Kürzer ging es kaum. Danke, Herr Landau. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Gremmels das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu dem Gesetz noch zwei, drei Anmerkungen machen, und zwar die Art und Weise, wie hier verfahren wird. Also, der klassisch übliche Teil ist, dass hier ein Gesetz eingebracht wird.
dann entscheidet der Ausschuss darüber, ob wir eine eigene Anhörung machen, ob es eine schriftliche ausreicht, ob wir eine mündliche machen oder ob es uns ausreicht, dass wir auf die Regierungsanhörung zurückgreifen. Wenn es jetzt der neue Stil des Hauses ist, sozusagen schon im Vorfeld mit den Regierungsanhörungen zugeschüttet zu werden, finde ich das schon selber Stil, weil es entscheidet immer noch wir als Parlament, wie wir das Verfahren durch. Nein, Herr Rhein, nicht wie man macht, macht man es falsch, sondern es geht hier um die Frage, wie wir miteinander umgehen. Wenn das Ziel und Zweck es ist, sozusagen darauf hinzuwirken, dass wir gar keine eigene Anhörung mehr machen müssen, also ich finde das eine Art und Weise, finde ich nicht okay. Wir hätten das heute Abend im Umweltausschuss in Ruhe besprechen können, wie das Verfahren ist, und dann hätte es auch völlig ausgereicht. Aber jetzt ist das scheinbar der neue Stil des Hauses, schon alles vorab zu bekommen. Nein, also ich finde das vom Verfahren her nicht okay. Wir haben hier eine klare Spielregelung. Haben wir klare Spielregeln, dann lassen Sie uns doch alle daran halten. Wenn der Ausschuss am Ende des Tages dazu kommt, dass eine Regierungsanhörung die Unterlagen ausreichen, ist es schön und gut. Haben wir schon häufig gemacht. Aber darüber entscheiden wir im Ausschuss und nicht sozusagen vorher die Landesregierung, weil das finde ich vom Art und Weise nicht okay, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wenn Sie es schon so machen, Frau Hinz, wenn Sie es schon so machen und dann sagen, die Einzigen, die sich zurückgemeldet hätten und eine kritische Anmerkung gehabt hätten, wären der Städte wäre ein kommunaler Spitzenverband, dann hätte ich doch für ordentlich gefunden, dass Sie dann auch Ihre eigenen Regierungsunterlagenanhörung richtig lesen. Ich weiß nämlich, dass die IHK, die Arbeitsgemeinschaft, durchaus eine inhaltliche Anmerkung gemacht hat, die nämlich gesagt hat, dass aus ihrer Sicht die § 3 und 7 sehr überfrachtet seien und sie fordern, stattdessen diese zu entschlacken und die entsprechenden Regelungen im untergesetzlichen Regelungswerk festzuschreiben. Also, insofern gab es dort auch inhaltliche Anmerkungen von den IHKs und nicht nur von einem kommunalen Spitzenverband. Also, wenn Sie schon hier zitieren, dann bitte richtig. Ansonsten freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss und bitte, dass wir zukünftig wieder zum ordentlichen Verfahren zurückkommen, was wir hier im Hause mal miteinander verabredet haben. Vielen Dank. Danke, Herr Gremmels. – Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders gemeldet. Also, Herr Präsident, also manchmal ist man ja echt sprachlos. Also, ich muss sagen, ich fand das persönlich sehr gut, dass wir die Anhörungsunterlagen vorher bekommen haben. Ich versuche auch immer händeringend nach den Punkten für den ideologischen Streit mit Frau Hinz zu suchen. An der Stelle ist es mir nur gar nicht gelungen. Das ist ein reines Fachgesetz für Fachpolitiker. Ich freue mich dafür, darüber, dass wir das dann gleich im Ausschuss auch noch mal ein bisschen debattieren können. Und ich glaube, dann ist dann auch hier alles gesagt und getan. Danke. Danke, Herr Lenders. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Dorn gemeldet. Herr Präsident, Herr Kollege Gremmels, ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Sie haben eine Regierungsanhörung bekommen. In Herrn Gremmels verstehe ich nicht mehr. Sie haben eine Regierungsanhörung vorab bekommen, damit Sie mit maximaler Transparenz in eine erste Lesung gehen können. Um nichts anderes ging es. Selbstverständlich ist es Ihnen unbenommen, noch weitere Anhörungen zu fordern. Aber es ist doch wunderbar, wenn das Ministerium von selbst uns schon in eine erste Lesung gehen lässt mit Informationen. Seit wann sind Sie denn gegen mehr Informationen? Ich verstehe es nicht, Herr Gremmels. Wir hatten gerade ein Gespräch am Rande des Plenums, wo es genau darum ging, um die engen Zeitspannen und wie gut es ist, wenn vorher die Regierung auch schon Anhörungen schriftliche schon weitergibt. Und jetzt kommen Sie genau mit dem Gegenteil. Ich glaube, Sie haben etwas vielleicht grundlegend missverstanden. Es ist keine Vorwegnahme, sondern es ist einfach eine sehr freundliche Dienstleistung eines Ministeriums. Ich würde mich sehr freuen, Sie würden das beibehalten. Frau Ministerin, die FDP hat es ja ähnlich gesehen. Ich weiß nicht, wie es die Linke sieht. Vielleicht war es ein Missverständnis, dann kann man schnell ausräumen. Ansonsten freue ich mich auf die Beratungen. Vielen Dank. Danke, Frau Dorn. So hatten wir zumindest etwas zu beraten in der ersten Lesung, an deren Ende wir angekommen sind. Wir überweisen den Gesetzentwurf Drucksache 2198 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA.